Hörwerk-Kunstwerk, das ist eine Idee der Franz-Wirth-Gedächtnisstiftung. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass wir Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle begleiten, sie quasi musikalisch kolorieren. Auf der Suche nach der Analogie zwischen der Musik und der Kunst wollen wir hier eine Synthese bilden zwischen diesen beiden Kunstgenren. Hier in diesen großartigen Räumen der Hamburger Kunsthalle wollen wir die Musik nutzen, um verschiedene Wahrnehmungsebenen vielleicht zu schaffen, um das Publikum auch eine Freude am Verstehen zu ermöglichen. Wir begleiten gerade die Ausstellung Herausragend, eine Ausstellung, die sich mit dem Relief beschäftigt. I had a great time. I had a fantastic time. I'm thrilled by the idea of bringing more music in contact and connection with visual arts. Promises of slumber. It's where we should be heading in terms of art in public spaces. Heute war, so wie der Titel eigentlich dieser Ausstellung ist, herausragend. Wir wollen junge Musikerinnen, unsere Stipendiaten, mit den Auszubildenden, den Professoren, den Dozenten der Hochschule für Musik und Theater zusammen und anderen Musikgenren, und das war heute der Tanz, eine Bühne bieten, die nicht das originäre Thema Musik hat. Und hier in der Hamburger Kunsthalle eine Bühne für unsere Musiker zu finden. Und in der Form, was die daraus gemacht haben mit dieser Ausstellung, das war herausragend. Und von daher haben wir heute ja, den Höhepunkt unserer Stiftungsarbeit eigentlich erlebt.